Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Assassin's Creed. Immer noch in Damaskus. Direkt im Anschluss in die letzte Aufnahme kommt diese Folge jetzt. Wir haben gerade einen Bürger gerettet, also in der letzten Folge. Das war ziemlich spannend und wir hatten einen Taschendiebstahl, der sowas von gefailt hat, dass ich nicht weiß, was da los war. Ich versuche jetzt erstmal ganz kurz wieder mich ein bisschen von meinem Berlinerisch zu entwöhnen, obwohl ich gar nicht Berliner. Ich tue mal so, als könnte ich das. Das hier sind Partisanen, ne? Die Gruppe, genau. Weil wir in der letzten Folge gerade noch kurz vor Schluss die Frau gerettet haben. Das ist eine Partisanen. Da oben sind wir. Ich würde sagen, wir machen wieder einen Aussichtspunkt. Da machen wir Bürger retten und Informantenherausforderungen Dachrennen. Das wird super. Garantiert. Und der Turm ist in die Richtung. Und wir sagen, wir laufen mal eine Runde. Das war knapp, aber hat funktioniert. Sehr schön. Ich esse mal ein bisschen nebenbei so ein bisschen was. Ich hoffe, euch passt das mit den, es kommt zweimal in der Woche Assassin's Creed und einmal in der Woche Minecraft. Ich wollte immer auch dem Story-Let's Play so ein bisschen den Fokus legen. Da unten ist eine Flagge, die ist mir gerade egal. Die Route ist scheiße, die uns gesucht haben. Nehmen wir mal eine andere Route. Ah, noch eine Flagge. Hui. Wie schön. Von daher werdet ihr ein bisschen mit Assassin's Creed dazu geballert, wegen zweimal der Woche halt, aber ich hoffe, das ist für euch okay. Zumindest kam bisher keine Worte, die Gegenteiliges behaupten. Jo. Ich nehme auch im Anschluss an diese Folge ein neues Format auf, was es dann auf diesem Kanal entweder schon gegeben hat, weil die Folge kommt ja erst in zwei Wochen. Wir haben übrigens gerade den 24.07. Die Folge müsste jetzt in zwei Wochen kommen oder nächste Woche, ich weiß gar nicht genau. Und das neue Format wird ein bisschen lustiger, hoffentlich, weil ich mir Spiele anschauen werde, die nicht ganz AAA-Charakter haben, würde ich sagen. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich werde so ein bisschen das Ernste aus meiner Art rausnehmen. Und das gemischt mit Schrottspielen wird bestimmt lustig. Und um ehrlich zu sein, gibt es sogar ein zweites neues Format. Es wird zwei neue Formate geben. Nämlich einmal ein Trash-Format mit richtig beschissenen Spielen. Das kommt relativ seltener. Und einmal ein Format, in dem ich Spiele ausprobieren werde, die vielleicht Let's Play würdig oder fähig sind. Aber ich sie einfach nur mal anspiele, weil ich sie überhaupt nicht kenne. Oh, da ist doch mal ein Vogel oben. Oh, wie schön. Guten Tag. Die beiden Formate werden heißen Let's Try und Let's Trash. Und es wird bestimmt total toll. Noch immer die falsche Taste, Jonas. Immer wieder. Wir synchronisieren. Drei von neun Aussichtspunkte. Und ein paar neue Missionen. Karte aktualisiert, Taste 8 drücken für Details. Ja. Der Motor, als welchem Krieg wäre, aber ist gar nichts los. Mag ich immer. Oh, bisschen rumgebackt. Alles klar, Alter, ihr. Läuft. Ja, ja. Stimmt. Entspann dich mal ein bisschen. So, wir wollten das Informanten-Herausforderungs-Dachrennen machen, was ein total super Titel ist für eine Mission. Da gehen wir jetzt hin. Das sind 42 Meter, genau in die andere Richtung. Nö, darunter will ich nicht. Ich laufe mal hier so ein bisschen. Informanten-Informationsrennen. Oh, ernsthaft? Wirklich, Alter, ihr? Wirklich, da war ein anderes Dach, du Vollpfosten. Ja, wir sind gelb. Hi. Friede sei mit euch, Alter, ihr. Mich dünkt, ihr seid auf der Suche nach Informationen, die euch gegen Tamir helfen werden. Ich kann euch nicht helfen, aber bei ihr vielleicht. Er sollte nicht weit von hier sein. Ach so, ich dachte, ihr müsst ihm ein Wettrennen machen. Mich am Arsch.
Ich dachte, wir haben Wettrennen mit ihm. Und ich hab gewartet, bis er losläuft. Alter, ihr schnell. Keine Zeit. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Schaffer einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Oh, man hat euch entsandt, wie? Eine interessante Wahl, aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Immer der Südosten. Das war einfacher, als du dachtest. Ich dachte, die 90 Sekunden wären knapp bemessen, aber das ging. Und weil hier gerade was in der Nähe ist. Die Nachforschungen sind beendet, kehren sie zum Büro zurück, um mit der Attentatserinnerung zu beginnen. Okay, wir sind jetzt schon sozusagen in der Sequenz, wo wir unseren ersten Feind ausschalten können. Aber ich will das Let's Play ja gerne unnötig in die Länge ziehen, von daher machen wir noch ganz kurz einen Aussichtsturm. Die sind ja nun mal da, machst du nix. Und da sehen wir schon die ersten Dachwachen. Großartig, die ersten. Wie soll man es nennen, ne? Ja, Dachsoldaten. Karlsson vom Dach sozusagen. Nur mit Knarre in der Hand. Wieder sympathisch, die Jungs. Machen einen guten Job. Werden viel Spaß mit den Wurfmessern haben, die wir noch kriegen werden. Nur so viel schon mal im Voraus. Und diesmal richtige Taste zum Synchronisieren. Kann wieder jemanden belauschen. Wie schön. Muss eben trotz trinken, weil es ist mega warm hier. Sowohl drinnen als auch draußen. Jupp. Läuft. Dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt schon die Attentatsmission machen oder ob wir noch ein bisschen durch die eine Befragung mit einer Faust. Alles klar, sag mir alles, was du weißt. Soll das heißen. Die ist doch hier in der Nähe. Das machen wir gleich. Ah ne, belauschend in der Nähe. Und ganz viele Aussichtspunkte. Toll. Dann machen wir doch mal die Belauschung. Und danach noch ein paar Aussichtspunkte. Und dann ist der schon wieder rum. Würde ich sagen. Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leib. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ach so, mit dem Rantreten kann ich durch den ab unter mir dieser coole. Naja, der Heuwagen ist, ne? Der zum Beispiel. Kurz vormachen, da hört mich einmal reinspringen. Oder mich da drin verstecken, panisch. Der ist super. Guten Tag. Guten Tag, lass dich anfassen, junger Mann. Hallo. Ich setze mich auf eine Bank, sobald ich eine Bank finde. Da ist eine Bank. Oh, wie schön. So, machen wir doch. Machen wir glatt. Einmal hinsetzen. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder, beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Alles klar. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Ach, die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Ja, vielen Dank. Rattenkinder, beide schlecht. Fürs Geschäft in Damaskus. Alles klar, Leute. Total freundliche Umgebung. Gefällt mir gut. Wir laufen total in die falsche Richtung, ne? Wir müssen erstmal hier weg.
Stimmung ist angespannt, würde ich sagen. Hui. So, wir suchen mal im Heuhaufen nach den nächsten Zielen. Ich würde sagen, wir machen einfach noch, weil es so schön ist, ein paar Aussichtspunkte und eine Bürgerrettung. Ja, das schaffen wir noch. Ne? Ja. Super knuffig. Dann nehmen wir einmal diesen Aussichtspunkt. Ich will mal B drücken für zurück, weil ich von Xbox-Stempads so gewohnt bin, aber nicht in Assassin's Creed. Guck mal, da ist eine Flagge, die wir haben. Nice. Habe ich schon erwähnt, dass wir das auf jeden Fall nicht zu 100% spielen werden. Also ich werde nicht alle 100 Flaggen suchen, sondern ich nehme die mit, die ich sehe, wenn es mir gerade passt. Und wenn nicht, dann warte ich mit der Flagge noch ein bisschen, wenn ich sie wiederfinde. Das ist mir relativ egal. Ich will nur die Story durchkriegen eigentlich und halt die ganzen Aussichtspunkte und so. Also, die Nebenquests, ja, aber diese ganze Rumsucherei. Nee. Nee, das machen wir nicht. Ha. Alles klar, Alter, ihr. Mal auch Rumsträusche. Legt los. Eins höher. Hallo, Vogel. Guten Tag. Und Aussichtsraum. Schöne Musik. Sehr episch. Oh. Bist du so lieb sogar, glaube ich, dafür. Die Elbmelodie ist wieder geil. Mit so einem. Aber die Mutter, wenn er wirklich erkundet, die ist so ein bisschen. Guck mal, 11 von 15 optimale Missionsziele. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Er wiederholt sich immer mit Dreckchen, die Hände abschlagen und sagt, bitte, damit ich das falsch gemacht habe, erzähl mir es doch. Die beiden werden ein super Paar. Ist ja gut, haben es verstanden, Kollege, entspann dich. So. Ich würde sagen. Wieder ein bisschen Action, ne? Sind wir bereit für ein bisschen Action? Haltet bitte ein, ihr tut mir weh. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Boah, wenn es um Wehtun geht, sind die Soldaten Damaskus ganz oben mit dabei. Ich komm ja, Mäuschen. Ich hol mir deine Kraft. Bewegung! Ungläubiger, ich werde euch. Nice. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Freunde. Was ist denn hier passiert? Ist klar. Läuft. Das ist jetzt auch gerade ein neues Symbol. Ich gehe mal ganz kurz in meinen wunderschönen Heuhaufen, gucken, was das heißt. Informantenherausforderung, Eskorte. Ach ja, wie schön. Sehr gut. Dann machen wir jetzt noch die Bürgerrettung da. Schon wieder wollte ich wehtun, nicht Idiot. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen? Das wird euch das Leben kosten. Noch eine Sarazza-Flagge. Oder so. Fragt ihr etwas? Nein. Warum fragst du so nett? Alles ist neu. Aus dem Weg, unser Heiden. Nice. Alter, Finne. Der Herr
sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Schöne Frau, hallo. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Ich bitte darum, Fräulein und Partisanis. Das sind schon meine Freunde. Oh nein. Oh nein. Oh doch, können wir. Haben wir so einen Meister am Wegrennen? Das wisst ihr gar nicht, ne? Das war knapp. Das war eine sehr schöne Runde, eine sehr schöne Folge. Ich schätze mal, unser Ansehen in der Stadt wird immer beliebter, weil wir immer mehr hübschen Frauen und armen Leuten retten, helfen und die retten. So. Er springt einfach frei Hand runter, macht ihm nichts aus, 10 Meter. Gut. Wir werden von dieser merkwürdigen Zauberwache da unten links neben der Wand und vom Rest des Spiels in der nächsten Folge noch viel, viel mehr sehen. Und ich danke euch immer fürs Zusehen. Schaut in die Infobox, da sind noch ein paar Verlinkungen unter anderem auch zu meinem lieben, lieben Videoschneider und Cutter und Renderer, meinem bester Freund Leo. Immer den auschecken. Der ist auch live auf Twitch übrigens ab und zu. Schaut mal vorbei, die Links sind alle unten drin. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!